Ja, hallo Leute, herzlich willkommen. Heute seht ihr mich mal hier einen CD-Spieler auseinandernehmen. Man hört den Babymann im Hintergrund. Der hat auch gerade Spaß. Ja, dieser CD-Spieler, ja, der, die CDs springen. Ja, also spielt 30 Sekunden, dann hüpft ein paar Sekunden nach vorne oder zurück oder so. Ja, also der spielt eigentlich keinen Track sauber ab, sondern die Tracks hüpfen. Und eigentlich bei den meisten CD-Spielern ist das Problem, dass die Schiene, wo der Laser drauf läuft, nicht ordentlich geschmiert mehr ist, beziehungsweise verdreckt ist. Die Zahnrädchen, die diese Schiene antreiben, verdreckt sind. Und das ist also der ganze Mechanismus, der den Laser an der CD entlang bewegt, zu der jeweiligen Stelle, wo er dann lasert und liest. Das funktioniert halt eben nicht mehr sauber und das bringt den dann zur Verwirrung und der hüpft dann entsprechend. Das ist jetzt ein Problem, das man lösen muss. Und dann kriegt man seinen alten schönen CD-Spieler nochmal ins Laufen. Jetzt nehmen wir erstmal das Gehäuse ab. In dem Fall hier, das ist jetzt ein Technics-CD-Spieler. Das Gehäuse, das ist einfach bloß hier hinten an dem Panel hier mit 5 Schrauben fest. Die macht man los und dann macht man das Gehäuse nach oben ab. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das sind alles hier so Stanzbleche, an denen man sich übelst schneiden kann. Das Allerwichtigste, wenn man sowas macht, dass man sich dabei nicht verletzt. Das kann man hier tatsächlich beim CD-Player, kann man sich übel verletzen, muss man acht geben. Dann haben wir jetzt hier den Laser. Den reinigen wir dann auch. So, wenn wir es schon mal offen haben. Dazu nimmt man einfach hier so einen Q-Tip. Ja. Seht, da habe ich schon ein bisschen was gereinigt. Isopropylalkohol und den kriegt man in der Apotheke und dann einfach ein bisschen hier mit Alkohol auf dem Laser reinigen, dass der sauber ist. Ja. In der Regel kommt aber dieses Rumgehüpfe nicht nur vom Laser, sondern eben auch von diesen verdreckten Schienen. Jetzt ist das in dem Fall hier bei dem Spieler so, dass ich da an diese Schiene nicht gut rankomme. Die sitzt jetzt quasi, wenn man mal schaut, hier. Also da sitzt der Laser, den habe ich schon ein bisschen hinhergeschoben. Und da drin, da sieht er jetzt die Schiene, dieses Metallteil, da seht ihr es gut, ja. Das ist die Schiene, wo drauf der läuft. Und dann gibt es hier noch einfach eine Schiene, die ist, aber das ist einfach nur hier in dem Plastik, läuft da auch nochmal so mit. Das ist nicht so erheblich. So, wie kriegen wir den raus? Der ist gelagert hier in so Ösen und die sind in so Gummilagern fest. Ja, da hat der hier ein Lager. Da das Lager, das schwarze, das ist noch drin, das habe ich noch nicht rausgemacht. Hier vorne ein Lager, ein Gummilager, da und da. Und diese Lager, die schiebe ich jetzt einfach hier quasi aus den Ösen, habe ich die mit dem Schraubenzieher jetzt hier quasi so rausgeschoben. Und dann wird der frei. Jetzt noch hier das eine Lager da. Das seht ihr jetzt hier. Wenn ich das jetzt einfach hier quasi rausschiebe, was ich jetzt gar nicht gut kann, wenn ich die Kamera halte. Und ich will auch nichts jetzt ja kaputt machen. Ich kann dies auch einfach rausziehen. Mit dem Finger hier so dran gehe. Das müsste funktionieren. Ja, habe ich geschafft. Jetzt ist die Einheit hier komplett frei. Die hängt jetzt nur noch an den Stromkabeln. Ja. Da muss ich jetzt natürlich acht geben. Die sind hier unten, seht ihr? Da. Da muss ich natürlich höllisch aufpassen, dass ich jetzt da kein Stromkabel abreiße. Das wäre der Super-GAU. Beziehungsweise ich könnte das natürlich löten, aber das muss ja jetzt nicht sein. Da schaue ich mir das jetzt an. Ich kann das hier, also ich habe jetzt genug Raum, die ganze Einheit so ein bisschen zur Seite zu klappen. Um an diese Einheit dran zu kommen, habe ich noch vergessen, muss man unter Umständen mal die Schublade rausfahren. Dann muss man so ein paar kleine Halteklammern und sowas, die das Festhalten abbauen. Hier ist noch so ein größerer Halter mit einem Teller, der die CD von oben fixiert. Das muss man natürlich wegbauen. Aber das ist jetzt bei jedem CD-Spieler unterschiedlich, deswegen kann man da jetzt nicht eine allgemeine Bauanleitung dafür hier stereotyp festmachen. Jetzt seht ihr hier schön diese Laufschiene da. Ja. Die muss ich reinigen. Und hier unten dieses Zahnrädchen. Da ist auch, also ist der kleine Motor da, den seht ihr hier mit dem kleinen Zahnrädchen und das geht dann auf ein großes Zahnrad und das große Zahnrad treibt die Schiene an hier, beziehungsweise das treibt den Laser auf der Schiene an. Und also alle diese beweglichen Teile muss ich jetzt ziemlich sauber machen. Ja. Ich muss das sauber machen, diese beiden Zahnrädchen, muss die Schiene sauber machen.
Und das Wichtigste dabei ist jetzt tatsächlich, dass ich erstmal den ganzen Schmutz, der da drauf ist, eben wirklich beseitigen kann. Ihr seht, das ist so ein gelbes Zeug und das ist das Originalfett, was da mal drin war. Und das ist mit der Zeit dann eben ausgehärtet und führt dazu, dass der nicht mehr sauber läuft. Kriege ich mit Isopropylalkohol weg und den mache ich mir hier wieder auf meinen Q-Tip und reinige das dann hier. Eben, da kann ich auch mal mit dem Zahnstocher so ganz leicht ein bisschen versuchen, wenn da der Dreck sehr hartnäckig ist, dann kriege ich das eben auch mit Zahnstocher weg. So, wenn ich das gemacht habe, dann fette ich danach diese Schiene neu. Ich nehme jetzt das Fett zur Hand, ich habe jetzt keins gerade greifbar, aber hier ist übrigens, das ist der Schmutz, der abgegangen ist, ja. So. Das ist hier so richtig, richtiger Knies, sieht aus wie Ohrenschmalz tatsächlich. Und diesen Knies pult er ab. So, und dann nimmt er das Fett und da empfiehlt sich Teflonfett. Da gibt es ein Waffenfett, was den Bestandteil Teflon enthält oder im Modellbau gibt es auch Teflonfett. Das ist ein Langzeitfett und das erhöht die, ja, die Schmierung erheblich. Also das ist um ein Vielfaches läuft das dann, also gleitet das auf dieser Schiene besser. Dementsprechend tut er dann jetzt quasi das dann auf so einem Q-Tip oder auf dem Zahnstocher und versucht dann hier um diese Metallschiene drumherum das Fett zu machen, vorne, hinten. Und dann kann der Laser, wenn er sich hin und her bewegt, also diese Lasereinheit, dann kann er das mit der Zeit auf der ganzen Schiene verteilen. Und das funktioniert dann eben, wenn ihr den CD-Spieler wieder neu startet. Nicht unbedingt direkt, weil das Fett eben erstmal nur an den Stellen ist, die ihr hier habt. Ihr könnt den Laser auch ganz vorsichtig per Hand hin und her bewegen, ja. Das sollte man nicht so oft machen, weil das über die Zahnräder drüber rübelt. Aber das könnt ihr schon auch vorsichtig bewegen, diese Einheit von Hand. Und dann eben sehen, dass er auf dieser Schiene an möglichst vielen Stellen schon diesen Laser, dieses Fett auftragen könnt. Und wenn das dann aufgetragen ist, dann einen Probelauf vornehmen, dann sollte dieser CD-Spieler das nochmal richtig gut tun. Ja. Oftmals kriegt man da also auf den Kleinanzeigen so ein Ding geschenkt oder für ein paar Ocken. Und da sind oft gute analog zu Digitalwandler drin, in den alten Technikgeräten, Denon-Geräten oder was auch immer. Die haben also, wenn man da im High-End-Bereich hören will, dann doch oft schon ziemlich guten Klang. Und da lohnt sich die Dinger in dieser Art und Weise wieder zum Laufen zu bringen. Und dann hat man für die nächsten 5 bis 10 Jahre einen super, super guten CD-Spieler für sehr wenig Geld. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr da Fragen habt, schreibt es euch in die Kommis oder wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Die ganze Arbeit ist eben einfach diese Einheit freizulegen. Das geht, wie gesagt, sehr leicht, nur ein paar Schrauben los. Den Deckel von dem Gehäuse ab, die Halterung ab, dann diese Aufhängung. Vielleicht habt ihr Glück und kommt sogar an diese Schiene dran, ohne die Aufhängung zu demontieren, das kann auch sein. Und dann fettet ihr das Ganze neu, macht es vorher sauber. Und bitte wirklich darauf achten, nicht irgendein Fett nehmen, sondern Teflonfett. Funktioniert auf jeden Fall gut. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Könnt natürlich auch vorher irgendwelche Öle oder Fette, die ihr in der Garage habt, probieren. Hält meistens dann aber nicht so lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.